Hallo, ja, heute geht es weiter mit dem Auftragskunstwerk. Wie du siehst, habe ich schon die Hintergrundfarbe angelegt, und jetzt werde ich weiter an den Hunden arbeiten. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tamara, ich bin Künstlerin und ich male herzerwärmende Erinnerungen zwischen Kindern und Tieren auf Leinwand. Für mehr Infos einfach auf meiner Website vorbeischauen, tamaratavella.com mit V und Doppel-L. So, jetzt kommt eine weitere Farbe hinzu. Ich habe es ja hier schon ein bisschen mit einfließen lassen. Und zwar sind das so beige-orange-Töne. Und das sollte einen tollen Kontrast ergeben zu dem Violett. So, ich habe mir gleich ein paar Farben auf die Palette gegeben. Normalerweise mische ich immer am Tisch, aber so muss ich nicht immer darüber. Ist ein weiter Weg, ein langes Bild. Okay, nein, das so siehst du einfach besser. Also, ich habe hier dieses Beige ja schon mal gemischt und es dann hier einfließen lassen, wie vorhin erwähnt. Und jetzt werde ich zuerst die dunklen Töne mischen. Also zuerst mal die dunklen Stellen, das mache ich eigentlich immer unterschiedlich, es ist nicht immer gleich. Das mache ich immer nach Gefühl. Manchmal beginne ich auch mit helleren Stellen, das kommt einfach auf das Motiv drauf an. Also da gibt es kein so ein Schema, das ich irgendwie verfolge. Ist ja auch immer ein bisschen intuitiv die Malerei, also nicht alles komplett durchgeplant. Komme dann erst später zu den Details. Also ich bearbeite jetzt zuerst einfach grob ein paar Flächen. Und komme dann später noch mal zurück. Kann auch sein, dass von diesem Farbton, den ich jetzt hier verwende, nicht mehr allzu viel übrig bleibt. Also das ist niemals so ein Ausmalen, sondern einfach so ein Schritt für Schritt Richtung Motiv arbeiten. Ich male nicht einen Hund komplett fertig und dann den nächsten, sondern springe von Hund zu Hund. Und arbeite mich so einfach weiter. Und dann beginne ich wieder beim ersten Hund. Oder wo es mich halt hinschlägt dann. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Das ist jetzt so ein rötlicher Ton, der sich sehr gut mit dem Grün versteht. Deshalb ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung, diesen Ton einzubauen. Natürlich der coolste Part, jetzt die Hunde zu bearbeiten. Der Hintergrund
spielt ja immer eine nebensächliche Rolle. Und darauf warte ich schon immer, dass ich dann endlich die Hauptakteure des Bildes malen darf. So, ich werde dann den Livestream auch beenden und dann noch ein bisschen alleine weitermachen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss.